So, die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay, du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. Also dafür, dass sie halt vorhin so wahnsinnig gut geschossen hat, als sie da oben saß, ne? Und er jetzt sagt, da musst du aufpassen. Naja, sie hat sich echt gut angestellt. So, ich flitze hier trotzdem nochmal schnell drüber. Mal zu gucken, ob wir noch irgendeine Munition zusammenkriegen. Also ich bin schon stolz auf Ellie. Ja, die hat schon ein paar weggeballert da. So, ich glaube, das meiste ist eh weg, weil es neu geladen ist. Aber die Räume könnten wir natürlich durchsuchen. Hier sind unter Umständen noch Gegenständchen drin. Ich krieg den Loot. Ich bin einfach ein Loot-Goblin. Ich hätte mich in Loot-Goblin-Gaming umtaufen sollen. Benamseln. Okay. Wir durchsuchen beide noch. Und hier oben war ja noch ein Scharfschütze. Obwohl Scharfschütze ist schwer übertrieben. Er hat einfach, glaube ich, ein Jagdgewehr. Ja, guck doch. Es lohnt sich, hier nochmal kurz drüber zu gehen. Kann ich nicht irgendwo hoch? Oh. Wir brauchen die Fireflies nicht. Sie mögen den Kampf begonnen haben, aber wir haben die ganze Arbeit gemacht. Auf den Straßen, das ist unser Blut. Ich will den Kampf nicht wie sie auf andere Städte ausweiten. Sie müssen sich die Unabhängigkeit für ihre eigene Stadt verdienen. Und ich befolge bestimmt keine Befehle von irgendeinem Firefly-Anführer, der auf der anderen Seite des Landes sitzt. Wir können uns ihrer entledigen, bevor der Kampf zu Ende ist. Das ist unser Land, unser Volk. Ich sehe keinen Grund, warum wir nicht auch selber reagieren sollten. Regieren sollten, nicht reagieren. Also das heißt, sie haben die Fireflies hier gefangen genommen. Ich verstehe, das ist halt dieses... Ja gut, wenn du den Firefly... Ich meine, wenn sie da sind und mitkämpfen und dann ihnen sagst, ja, wisst ihr was, das ist unsere Stadt, jetzt geht bitte. Ich glaube nicht, dass die gehen, aber ihnen wenigstens die Chance zu lassen, dass sie die Möglichkeit haben... Ah, hier ist eine Treppe. Dass sie wenigstens eigenständig abhauen können. Man muss ja nicht immer alle töten. Warum muss man alle töten? Ich glaube, man tötet die anderen immer deshalb, weil man Angst hat, selber zu sterben. Also im Sinne von, ich komme ihm zuvor, ich töte ihn vorher, dann kann er mich nicht mehr töten. So in dem Stil, ja? Ja, okay, hat sich schon gelohnt. Wir basteln uns noch was Schönes zusammen. Ja, ein Medikit. Wir haben viele Medikits gebraucht im letzten Kampf. Wo? Was? Ja, gleich. Darf ich noch kurz hier alles durchsuchen? Eigentlich müsste ich mal ausrechnen, wie viel Zeit ich damit... Nennen wir es mal investieren. um hier Dinge zu suchen. Auf der anderen Seite hat es sich aber auch schon gelohnt, weil dadurch, dass wir ja noch gesucht haben... haben wir auch die Dings gefunden, die Bücher, dass unser Messer länger hält. Da geht's nicht weiter, das heißt hier durch. Jetzt mach dein Ding, Ellie! Okay. Komm schon. Na,
die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Gute Idee. Hat einfach ein bisschen lange gedauert. Der Jüngste ist er ja auch nicht mehr. Ich weiß, wie wir es machen müssen. Warte mal. Hilf mir mal damit. Ich habe... Dafür, dass es sich so wahnsinnig viele Sorgen macht, von wegen, Achtung, benutze nicht die Knarre. Achtung, das ist kein Spielzeug. Das fand ich jetzt fast schon gefährlicher. Ich meine, hallo. Ja, nice. Habe ich jetzt eigentlich mittlerweile schon genug? Pyrin. 50. Ne, die 100 will ich schon. Was haben wir denn? Leider nur 57 Ressourcen. Viel mehr können wir gerade nicht machen. Schussfolge bei der Schrotflinte. In der Regel warte ich aber so oder so lange, bis die anderen nah genug sind. Und wir haben gar nicht so viel Munition. Ich würde sagen, wir sparen das noch, bis wir noch ein weiteres Werkzeugteil kriegen. Um zum Beispiel die Kapazität zu erhöhen. Hier die Kapazität zu erhöhen. Weil so viele Waffenteile werden wir nicht mehr haben. Wir müssen sparsam mit den Ressourcen umgehen, die wir haben. Scheiße, runter, runter! Ziemlich viel los, weißt du? Was soll's? Nicht kein Essen und ein paar Schuhe. Wir haben nichts. Ja. Gehen wir. Ich weiß. Aber... Oh Mann. Gehen wir zur Brücke. Okay. Wenn Leute abgeknallt für nichts. Einfach für nichts. Die beiden getötet. Ich dachte, sie hätten es aus der Stadt geschafft. Jetzt müssen wir noch die zwei aus dem scheiß Pickup finden. In dem Shot muss eine ganze Armee sein. Die haben die es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen. Pass auf! Ich wollte ihn eigentlich schlagen. Normalerweise kann ich ihn schlagen und dann packen. Ich wollte ihn schlagen und packen, das hat aber nicht funktioniert und dann war ich irritiert, weil ich hätte ihn direkt von Anfang an greifen können. Das nächste Mal mache ich das so, ich versuche es zumindest. Das ist jetzt ein Schuss in den Ofen. Okay, ein bisschen Lebenspunkte zurück, die ich gerade... gewastet habe. Ich habe die Schrotflinte wahnsinnig gerne in der Hand, weil ich mich damit einfach sehr sicher fühle gegen alles, was nahe kommt. Aber ich habe einfach nicht genug Munition. Aber jetzt ist wieder diese Atmosphäre,
Die ist einfach herrlich. Oh. Von der Crew im Osten gehört. Die haben nichts. Das ist der Mappe. Ja, da. Okay. Die haben auch Fallen aufgestellt. Joel, im oberen Stockwerk ist einer da oben. Ja, ich sehe ihn. Deckung. Wenn es doch nur einer wäre. Ich will aber die Gegenstände holen, die es da gibt. Wir könnten die Sprengfalle aktivieren, aber dann weiß ich nicht, wie aggressiv die unterwegs sind. Ich versuche nochmal an die Gebäude ran. Der hätte mich fast gesehen. Also hier oben steht einer. Da vorne sind, das sind 4, 5, 6. Wow, echt knapp. Und das Problem, Schatz, hier ist, wir sind noch nicht fertig. Das habe ich befürchtet. Der Raum ist vollständig offen. Ich kann versuchen, ihn hier abzufangen, ohne dass der andere das mitkriegt. Also wenn er zurückkommt und nochmal hier steht, dann hätte ich die zwei drinnen nicht alarmiert. Er kommt irgendwie nicht mehr hier rein. Das ist ganz scheiße. Die anderen Seite, die zwei, die gucken auch nicht wahnsinnig. Kann den halt auch einfach nicht töten, weil der hat einen Helm an. Ich glaube nämlich, dass er den Bogen überlebt, also im Pfeil. Nee, sobald ich den packe, sieht mich der rechts sieht mich dann sofort. Ich versuch's von der anderen Seite. Ich gehe davon aus, dass vorne nochmal eine Treppe ist.
Wo läuft er jetzt hin? Entschuldigung. Ganz kurz was aktivieren für den Stream. Deswegen das Geräusch. Das ist ja ein Live-Let's Play für alle, die es nachträglich gucken auf YouTube. So, jetzt kommt der nochmal zurück. Ich glaube, wir können den, der hier jetzt gerade vorne dran ist, können wir packen. Wenn der sich umdreht, in die andere Richtung geht und der ist rechts ist hier. Nein, das ist zu close. Mob-Angriff-Notiz. Also nicht schwierig. Oh shit, das war der falsche Knopf. Nein. Ja. Jetzt. Ja, das war ein Schuss in den Ofen. Ich hab so lange hier gewartet für nix. Stark. Nicht so schlecht, hä? Ich will wissen, wo der Typ ist, der geschrien hat, du bist tot, Arschloch. Da unten. Der kommt jetzt rein. Nee, doch nicht. Komm, wir verbinden uns mal. Für den Fall, dass da was schief geht. Hätte mich fast einer gesehen. Wo sind die? Da sind zwei. Der läuft hier rum. Oh. Okay.
Hey Mann, antworte mir! Bleib ganz cool, Mann. Immer mal. Ich bin gut. Oh, verdammt! Mist. Sorry. Boah, ich bin so ernst. In solchen Situationen bin ich so ernst, ne? Was? Ach ja, diese Comic-Geschichte. Boah, Mann. Leute, die hier einfach hingerichtet werden. Gefesselt, weißt du, kann sich nicht mal wehren. Trucker-Notiz. Okay. Ist nicht so wichtig. Oh ja. Yeah. Okay. Here we go. Besten Dank. Ich habe mir das Medikit auch sparen können. Das weiß man ja vorhin. Also das weiß man im Vorfeld ja nie, ne? Na bitte. Nice. Na, wieder dasselbe Prinzip wie schon mal. Lieber mal eine Rauchbombe machen und die Ressourcen dafür mitnehmen. Vielleicht brauche ich es ja irgendwann. Man weiß es ja nie. Und dieses riesengroße Magazin, das wir uns gebastelt haben, ist halt super. Weiter geht's. Hey, hilf mir hoch! Manu, ja. Komm schon. Na bitte. Wir sind halt schon ein gutes Team, nicht? Also wir sind halt schon 1A. Ich mag die Atmosphäre einfach total. Was da?